Lea, ich gehöre zu der Gruppe Cars of Hope und wir fahren jetzt im Dezember nach Lesbos, eine griechische Insel kurz vor der Türkei. Ab Mitte Dezember werde ich für einen Monat auf Lesbos und in Athen sein, um mich dort aktiv einbringen. Also während der Weihnachtszeit, mein Geburtstag übrigens auch und Neujahr. Das Tolle an Cars of Hope ist, dass es eine selbstorganisierte Struktur ist. So kann ich mich so einbringen, wie ich es möchte, und aktiv an der Umsetzung und Gestaltung der Hilfe mitarbeiten. Ich war in 2016 dann in Griechenland und in Serbien unterwegs. Und allein in diesem kleinen Zeitraum, da ist schon bemerkenswert, was für eine dramatische Veränderung es gegeben hat. Und ja, die Zuspitzung dieser Zustände hat mich tief bewegt. For 3 years and a half, I've been living without document. At that time, I was a prisoner in a whole country. Moria camp, the refugee there, almost they have nothing from the human rights. Ich bin, wie gesagt, im Team Medien und werde von vor Ort via Instagram und via verschiedenen Videos und Kanälen berichten, wie dort die Lage momentan ist. Ich bin jetzt Teil einer tolle Gruppe hier in Deutschland, der heißt Carsophobe. Aber was wir machen können, ist dahin reisen und den Leuten ein Stück von ihrer Würde zurückgeben, indem wir mit ihnen sprechen, indem wir zeigen, dass sie nicht vergessen sind, indem wir Essen verteilen, indem wir Kleidung verteilen. Und wenn du sagst, ja, dass das für dich auch irgendwie wichtig ist, Teil dessen zu sein, dann kannst du uns sehr gerne unterstützen, indem du uns etwas Geld spendest, zum Beispiel über Litchi oder über PayPal.